Recht herzlich willkommen zur 70. Folge von Simotrans. Ja, hier steht die Schlange, da haben wir letztes Mal was gemacht, da müssen wir den aber jetzt gerade wegschicken, weil der möchte jetzt nicht. Na, hier ist denn das? Ja, lass ihn da wieder herkommen dann. Fahr mal so, dann fährst du weg. Und die anderen beiden müssen dann drehen. Gucken wir mal, das machen die aber wahrscheinlich noch nicht mal, ne? Das ist der Bahnhof, der weg. Das ist der aktuelle, ja, der fährt jetzt natürlich da geradeaus und nicht zurück. Das bedeutet, es ist schlecht. Dann muss der Wegpunkt anders gesetzt werden. Aber nicht bei dem, sondern da grundsätzlich. Linie ändern. Das ist nicht der richtige Wegpunkt, sondern der da drüber, ne? Genau. Da müssen wir ein Einfügen machen und setzen das dahin. Und den, den wir jetzt haben, den löschen wir weg. Gut, jetzt passt's, glaube. So, dann haben die die richtige Linie. Die fahren jetzt aber gerade weg. Das ist, glaube ich, nicht richtig, ne? Ne, da sind wir jetzt diesmal doch falsch. Richtig sind wir hier, indem wir ihm sagen, fahr mal den an. Und bei ihm ist das gleiche, nur zu Testzwecken, obwohl... Der kann auch weiterfahren, den Test reicht bei einem. Ja. Gut, die fahren durch, das ist schön. Jetzt kommt der nächste, wird vollgeladen und fährt auch weiter. Der fährt hier rein, das ist glaube ich auch richtig. Sucht sich eine Haltebucht. Passt auch. Hält an, würde jetzt entladen, hat aber nichts mehr mit, weil er es schon gemacht hat. Fährt weiter. Da unten lang und fährt dann da vorbei und fährt auch dahin, wo ich ihn hinhaben will. Super, passt. Erledigt, würde ich sagen. Wo muss er hin hier? Süddeutsche Alter Getreidehof wird das sein. Fahrplan ist Mühle, okay. Die Mühle hat genug Getreide, oder wie sehe ich das? Weizen 580. Ja, aber Gerste müsste bald wieder geliefert werden. Okay. Gut. Haben wir sonst noch was? Oh, das hier wäre jetzt nicht mehr vonnöten. Ne? Lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Die stehen alle parat, das passt. Ich glaube, der müsste mal noch andersrum wahrscheinlich. Der ist noch vom alten, aber ist egal. Machen wir mal ein bisschen schneller, vielleicht fährt da gleich mal einer. Okay, was ist das jetzt hier? Ja. Ist okay so, ne? Wie ist mit der Getreidemühle hier? Na, dauert noch eine Weile, bis das weg ist. Mehl 381 von 410 Paletten. Der ist jetzt durchgefahren? Nein, der hält da an. Und wartet, dass er abholen darf. Oh ne, der holt ab, oder? Was macht er hier? Warte mal, den will ich nochmal sehen. Was ist mit dem? Der ist leer und weitergefahren. Der hat 8 Paletten. Warum fährt er denn weiter? Bäckerei, Markt, Mühle. Okay, der ist Markt. Bäckerei, Markt, Mühle. Was macht er hier? Der hat nur Mehl und wartet darauf, das zur Großbäckerei zu bringen. Oder ist die gleiche Linie wie er fährt, oder? Nur der fährt das Dreieck, ne? Könnte der das auch fahren? Gute Frage, ne? So, jetzt ist er da. Lädt auch nichts, fährt also eine miese Fahrt ohne Ende. Fährt jetzt zum Markt. Hat er nichts abgeliefert? Steht irgendeinem Stau. Kriegt auch nichts. Weil beim Markt gibt es auch nichts. Und fährt jetzt wieder da hoch zur Mühle.
Ist er reingefahren und fährt leer weiter. Bombe. Ja, und wie viele Wagen sind da auf der Linie drauf? Reichlich. Die fahren alle miese ein. Das heißt, die können wir auch alle gerade ins Depot schicken, ne? Also alle nicht, aber einige. Gut. Mal verfolgen aus. Also zwei. Ich glaube, da können wir noch einen mehr ins Depot schicken. Obwohl der dann auch noch beladen war, ne? Macht das aus. Der soll wieder dahin fahren, wo er es her hat. Und der fährt zum Depot. Entschuldigung. So, einer ist angekommen, zwei sind angekommen und der dritte wird auch ankommen. Alles kein Ding. So, wie sieht das hier aus? Wo müssen die Anhänger hier so doof da stehend? Ah, weil der gerade um eine Kurve gefahren war, alles klar. Der liefert ab, der liefert an. Ne, ist beides das gleiche. Der liefert ab, der holt ab. Und die fahren aber passend, ne? Das funktioniert hier jetzt, glaube ich. Die bringen alle was. Er hat sechs Paletten und wartet noch auf sechs. So, der ist auch beim Depot angekommen. Und die produzieren jetzt ziemlich langsam, oder was? Ja. Aber Markt? Dann nimmt der Markt kein Bier mehr auf, oder? Wie sehe ich das? Okay, ist gerade runtergefallen. Der wird nämlich jetzt gerade auch wieder geladen, ne? Oder? Ist das der? Ne, das ist ein anderer. Ja, der fährt jetzt gerade da. Okay, dann passt es wieder. Gut. Der kann zu. Wo steht denn der da rum? Ist ein Stau? Warum wartet er auf Beladung? Wieso kommt er da hin? Wieso steht er da? 10 Paletten. Fahr mal zum Marktplatz, ist besser. Wieso parkt er da? Ich hoffe, das war nur reiner Zufall, oder? Linie Brauerei Markt. Passt eigentlich. Ist wahrscheinlich wegen der Umstellung dahin gefahren, will ich mal hoffen, ne? Es wäre schon schlecht, wenn er da immer stehen würde. So, lass mal die Karte wieder normal drehen. Was steht denn der denn da? Okay. Okay, das ist jetzt irgendwie ein Anzeigebug. Wahrscheinlich vom Karte drehen. Will ich jetzt mal tippen, ne? Wissen tue ich es auch nicht. So, jetzt sind drei LKWs da, die auf Ware warten. So, jetzt haben wir erstmal alles zu. Können wir das mit Drehen verändern? Ne, der steht immer an der schlechten. Na, guck mal, hier steht da besten, stehen die anderen beiden schlecht, ne? Also es ist ein Grafikbug, würde ich mal sagen, ne? Und der, was macht der jetzt? Der stellt sich dahin, darf der das? Wartet auf freie Strecke. Ich hoffe, da gibt es nicht auch schon wieder so ein Ding. Ja, wenn einer aus dem Comicpack dann guckt, dann kann er das hier sehen. War doch Comicpack, ne? Ne, war es gar nicht. Das 128er ist das ja.
Dann sieht man, dass hier ein Fehler ist, ne? Gut. Aber damit haben wir erstmal das. Oh, ich sehe schon was. Hier muss eine Bushaltestelle irgendwo hin. Ja, gut. Das Ding ist erstmal abwartend. Da unten stehen sie bestimmt noch toll, ne? Sieht so aus, als ob das hier. Oh, die Dingens ist leer. Die anderen fahren hier jetzt auch. Haben sie gekriegt. Gut, passt aber. Aber dann machen wir hier jetzt noch eine Bushaltestelle hin und den Stadtbus verändern. Der ist jetzt da. Dann muss da die Bushaltestelle hin, ne? Oh, ist das richtig, was wir gemacht haben? Doch, reicht noch. Ich dachte schon gerade. So, passt's. Und dann müssen wir gucken, dass der Stadtbus Radolf Zell da einfährt. SB Radolf Zell. Ist gar keiner. Noch besser, wa? Wieso fährt da kein Bus drauf? Hammer. Stadtbus Adenau. Machen wir das aus. Und ne, das ist ja eine neue. Da müssen wir mal gucken. Ups. Da wartet jemand. Das heißt, da fährt auch ein Bus. Aber ohne Linie. Keine Linie. Gut. Dann schieben wir den erst an der Seite. Gucken, dass die Linie erstmal organisiert wird. So. Dieser fährt da lang. Freier Wegpunkt, wo ist der hin? Der ist da oben hin. Das bedeutet auch, der kann gelöscht werden. Weil den gibt es ja gar nicht mehr, ne? Achso, der ist jetzt doppelt. Also auch löschen. Das passt. Dann fährt er da oben hin. Dann würde ich sagen, fügen wir hier mal gerade diese Bushaltestelle ein. Wenn das überhaupt Radolf Zell zu bedienen ist. Also, der fährt da lang, kommt da lang, passt. Fährt dort hoch. Okay, das bedeutet da. Wo ist denn der? Ach, da ganz oben. Da muss noch eine einfügen hin. Haben wir schon ausgewählt. Also Jupiterweg. Da lang. Dort lang. Und dann wieder da lang. Das bedeutet, den fügen wir da wieder ein. Dann Jupiter, dann da lang. Passt. Dann Adenauer. Okay. Dann wieder da zurück. Da hoch. Da hoch. Zurück. Und dann fängt er da hinten wieder an. Das ist aber doof. Wenn wer die letzte Stelle ist da, dann soll er doch da noch vorbeifahren und da vorbeifahren. Und dann fährt er da hinten wieder lang. Jetzt passt die Linie. Gut, und dann haben wir hier den Bus, der auf keiner Linie fährt. Der fährt schwarze Zahlen, ne? Der Steirer. Wie viel wie viel Passagiere passen denn da rein? Und den gibt es auch schon gar nicht mehr, der ist schon veraltet. Den nehmen wir erstmal alle hier weg. Wunderbar. So, 3,46. 3,84. Das ist ein großer. Das sind alles Sappgeschichten. Das sind 54er und der Steirer, wie viel kann der? 58.
Der macht 60, der macht 54. Sechs Passagiere. Ich glaube, dann nehmen wir den. Setzen wir auf SB Radolfzell und starten den auch. Und er kriegt ein Nichtladen. Und dann fährt er so lange, bis er leer ist. Den nehmen wir mal gerade in den Augenschein. Der fährt da lang. Oh, hat er ganz schön viele da mit drinnen noch, ne? Der fährt jetzt hier an und hat schon fünf Passagiere. Wunderbar. Hier die neue Strecke kennt er noch nicht. Fährt noch da oben hin. Ach, der kann keine neue Strecke kennen, weil er einen eigenen Fahrplan hat. Genau so war es. Okay. Und der hängt gerade hinterm LKW, ne? Das ist auch doof. Aber passt schon gleich. Seine Bushaltestelle kann er drehen. So. Jetzt schmeißt er noch ein paar raus, oder? Nicht einen. Gut. Nächste Bushaltestelle. Keiner raus. In die Stadt. Zuck, da sind ganz viele raus. Jetzt fährt er noch zum Markt. Oder? Obwohl das ist nicht der Markt, wohin muss. Konrad-Adenauer-Straße. Sind auch noch 5er, ne, 7. Der andere hat schon 34 geladen, das passt. So, letzter im Bus und tschüss. Details. Ne, statt ja doch, Details war schon richtig. Da. Gut, hoch. Statistik, Details, ne. Halt. Statistik. Zum Depot. Ach, jetzt hat er wieder einen drin, so ein Shit. Na, zu spät. Oh ne, hat gerade noch so geklappt. Nicht laden. Aber wo sind denn bitte schön meine Buttons hier? Die gab's doch immer, oder? Vertue ich mich da? Da konnte man doch hier bei Details dran klicken, dass er, wenn er leer ist, ausgemustert wird, oder? Oder vertue ich mich da? Ach, hier oben ist das Fenster aufgegangen. Ich habe es nicht gesehen. Da geht's auf, genau. Ausmustern und verkaufen. So, zack, weg. So, er hat hier 18 Gäste. Das ist schon was. Der fährt die Stadt rum. So, gucken wir noch weiter gerade hier. Radolfzell ist aber nichts erweitert. Passt. Gut, der ist dann unterwegs mit Leuten. Gucken, dass er Plus fährt. Momentan knapp an der Grenze. Und hier ist die Stadt nicht größer geworden. Ich gucke mal gerade noch einmal schnell durch. Radolfzellen haben wir. Adenau haben wir auch. Dann gucken wir gerade noch nach Döbeln. Oh, Döbeln hat eine Dingenskathedrale hier gekriegt oder sowas. Touristenattraktion. Mittelalterliche Kirche, dann. Oh, jetzt habe ich da irgendwo reingeklickt. Also da müssen wir auf jeden Fall nächste Folge was machen. Ist zwar durch die Bushaltestelle teilabgedeckt, aber wir haben ja noch so ein paar Felder, die da mehr sind, ne? Das heißt, da muss noch eine Bushaltestelle hin. Hier hinten.
Ist alles abgedeckt, lauter. Hat. Warte, den machen wir mal zu. Hat keine Ausweitung. Waldeck. Ist auch noch von Normalität geprägt. Hier ist alles drin. Passt. Redenburg. Sie auch noch nicht vergrößert, passt also. Und dann haben wir noch Hardexen. Sieht gut aus. Und dieses ist auch noch alles okay. Gut, dann brauchen wir nur die Kirche machen. In Döbel. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.